Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, in dem Hashtag Ungeschön-Format stellen Sarah, Isabel und ich uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Und heute soll es um Matte versus Glowy, um Creamy Textures versus Powder Textures gehen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sarah, Isabel und ich machen das schon seit ungefähr anderthalb Jahren, also quasi seit letztem Jahr Januar, dass wir gesagt haben, jeden Monat drehen wir ein Video unter dem Motto Hashtag Ungeschön zusammen. Wir sagen ungeschön unsere Meinung über die Produkte. Das Ergebnis, was da rauskommt am Ende, ist meistens auch gar nicht mal so schön und das zeigen wir auch ungeschön. Und ja, es macht mir unheimlich viel Spaß und ich bin einfach super glücklich, dass ich einfach über so eine witzige Zufallsidee, sage ich jetzt einfach mal, eine wundervolle Freundin dazu gewonnen habe, nämlich Sarah Isabel. Das ist total cool und ich freue mich wie Bolle darüber. Ja, und es ist Mai und im Mai habe ich Geburtstag und weil ich Geburtstag hatte, durfte ich mir ein Thema aussuchen und da war ich mal wieder ganz fancy und habe gesagt, hey, Mai, Zwilling, zwei Herzen in meiner Brust, zwei Gesichtshälften. Eine Seite machen wir komplett mit Creamy Textures oder mit Glowy Produkten und die andere Seite machen wir komplett mit Puderprodukten oder komplett matt, je nachdem. Ich habe das halt wirklich so gemacht, dass ich mir für die eine Seite wirklich nur irgendwelche Creamy Sachen ausgesucht habe, Flüssigprodukte und für die andere Seite wirklich Puderprodukte. Das wird eine Herausforderung, denn wenn ich das jetzt so vor mir sehe, ich habe alles in der Infobox verlinkt, falls ihr irgendwas cool findet. Und ich habe diesen Monat auch noch, also quasi bis heute, bei Purition 20% Rabattcode auf alles. Mit dem Code BDAYCLAUDI kannst du da nämlich gerade echt hart sparen. Und hier sind auch einige Produkte mit dabei, die von Purish irgendwann mal zu mir gekommen sind. Entweder selber gekauft oder eben in PR erhalten. Ich starte mal einfach mit der Seite, wo ich einfach mehr sicher bin. Jedenfalls noch. Das wird sich später noch ändern. Da habe ich hier von Pixi den Radiance Perfecta. Teilweise habe ich die Produkte auch wirklich irgendwie ja mal zum Geburtstag gekriegt oder ich habe sie aus Trashy genommen oder so, ne? Also ja, da bin ich auch wirklich gespannt, wie Sarah Isabel das nachher wirklich so basteln wird und ob sie das dann auch wirklich mit Creamy versus Powder umsetzen wird oder mit Matte versus Glowy. Da bin ich wirklich gespannt. Also schaut super gerne auch heute mal bei ihr vorbei, denn sie lädt um 19:30 ihr Video hoch. Verlinke ich euch auch, sobald es verfügbar ist, in der Infobox. Und ihr seht, also diese Gesichtshälfte wird dann ganz offensichtlich auch die Glowy und Creamy Geschichte. Und wow, das Ding hat echt Schimmer. Und bei Hashtag Ungeschönt haben wir auch gesagt, versuchen wir jetzt nicht unbedingt neue Produkte zu verwenden oder neue gekaufte Produkte, sondern es ist auch immer so eine Art Shop My Stash oder Shop My, mal gucken, was noch so in meiner Backup-Krabbel, habe ich noch nicht ausprobiert, Kiste drin ist. Als nächstes, ich habe noch gar keinen Schnitt gesetzt hier, glaube ich, oder? Habe ich hier von Kiko für die andere Seite Beauty Essentials 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Also das ist ein 2-in-1 Produkt und das verwende ich jetzt als Primer. Ich rühre drin rum und gucke einfach mal, ob ich irgendwas auf meinen Pinsel bekomme und gebe das dann auf meine Gesichtshälfte mit den Puderprodukten. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas auf mein Gesicht auftrage, bin ich ehrlich. Wobei, nee, das fühlt sich schon so an, als wäre irgendwas drauf. Ja, das war Step Number One. Als nächstes verwende ich eine Foundation. Da habe ich hier von Essence die Fresh and Fit Foundation Vitamin Komplex mit Vitamin E und Niacinamiden. Habe ich in der Farbe 10 Fresh Ivory. Das ist echt aufregend, weil ich gleich auch noch das ein oder andere weitere Video drehen werde. Mal gucken, ob euch das dann auffällt, wenn ihr die Videos seht. Und weil wir nachher noch ein bisschen Besuch kriegen. Ja, ja, auch mit einem Schwämmchen gehe ich hier mal drüber. Und für diese Seite habe ich eine Puder Foundation von Manhattan, die Lasting Perfection 2-in-1 Make-up in a Powder, bla 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 Foundation in der Farbe 01 Fair Porcelain. Ja, schauen wir mal. Den Puderpinsel von eben kann ich ja wieder verwenden. Der ist, upsala, geh weg. der eignet sich ja eigentlich auch für Puder Foundation. Ich meine, ich mag ja auch die von Maybelline, ne? Die 24-Stunden-Gedönsen-Geschichte. Muss da aber sagen, dass ich darunter dann immer auch einen sehr feuchtigkeitsspendenden Primer aufgetragen habe, damit meine Haut nicht zu cakey wird. Und wir haben hier einen leichten Farbunterschied. Und weil ich natürlich keinen Concealer für die Puderseite habe, gebe ich mir die Foundation auch noch gleichzeitig als Concealer auf. Und als Lidschattenbase. Gar nicht mal so schlecht. Wirklich nicht.
Auch von der Nähe aus sieht das jetzt nicht furchtbar aus, aber die Deckkraft ist natürlich super, super leicht. Simmy schnarcht ein bisschen neben mir, ne? Ist okay. Für die creamy Seite habe ich natürlich einen Concealer und da verwende ich den neuen von Too Faced Born This Way Ethereal Light Illuminating Smoothing Concealer, habe ich in der Farbe Oatmeal. Das ist dieser hier. Der riecht auch sehr intensiv. Damit kann ich natürlich so ein paar Stellen abdecken, die ich abgedeckt haben möchte. Ich hätte eigentlich irgendeine Foundation nehmen sollen, wo drauf steht Self-Setting oder sowas nach, ne? Nach dem Motto. Habe ich nicht. Dumm gelaufen. Mal gucken, ob die hier sich aufsettet von alleine. Also der Concealer ist schön, der hält schön auf, passt farblich auch tatsächlich echt gut, mag ich gerne leiden. Eine Lidschattenbase trage ich hier auch noch auf von Dominique Cosmetics, die Everlasting Eye Base. Ja, bekommt ihr bei Purish, ne? Ich blende euch das einfach immer mit ein und erzähle das nicht immer, wisst ihr Bescheid. Der ist halt ein bisschen gelbstichig, das ist immer so ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Aber ich glaube, heute geht das ziemlich klar. Wenn ich jetzt eine super helle Foundation habe, sieht das zum Beispiel echt verrückt aus. Diese Seite kann ich ja leider nicht abpudern, aber diese Seite mit dem LH Cosmetics Infinity Filter Loose Setting Powder in der Farbe Light. Wobei ich diese Seite gar nicht setten müsste, aber egal. Es ist da, es wird verwendet. So, da nehme ich jetzt auch den gleichen Pinsel, den ich eben schon die ganze Zeit genommen habe. Ist ja eigentlich eher ein Foundation Pinsel, aber was soll der Falschgeiz? Und trage mir das hier einfach nochmal drüber auf. Wie ich einfach gerade automatisch so machen wollte. Nein, Claudinchen, ist nicht. Was ich aber alternativ machen kann, und ich glaube, das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Nee, mache ich noch nicht, mache ich später, weil ich muss ja erstmal Creamy Textures auftragen. Ist, dass ich hier gleich noch was... Ich trickse ein bisschen. Dann verwende ich nämlich auf dieser Seite einen Bronzer. Da habe ich den neuen von Revolution Pro, den Goddess Glow Cream and Contour Bronze in der Farbe Light. Das ist ja so ein Charlotte Tilbury Lookalike. Ja, aber eigentlich auch nur von der Verpackungsform her, ne? Hat halt auch so ein Puffelding. Muss man aufdrehen, drücken, dann kommt es raus, zudrehen, damit du nicht zu viel hast. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Oh. Uns ist allen bewusst, dass am Ende rauskommen wird, die Mischung macht's, ne? Aber es ist jetzt eigentlich so Spaß mit Make-up. Wir gucken einfach mal, wie es aussehen würde. Jetzt ist hier auch noch ein Haar am Start. Sogar mehrere. Wie es aussehen würde, wenn man halt wirklich, in Anführungsstrichen, es auf die Spitze treibt, ne? Und ob das überhaupt funktioniert. Ja. Also auf den ersten Blick denkt man sich bei der Farbe, aber dann verblende ich die und dann denke ich mir, aha, ja. Ist gebronzt. Kann man so durchgehen lassen. Auf der anderen Seite verwende ich ein Produkt, was ich aus Trashy genommen habe. Und zwar habe ich von NYX die Highlight and Contour Pro Palette. Da möchte ich jetzt aber nur die Bronzer... Da nehme ich aber keinen Foundation Pinsel für, Leute. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Nehme ich hier so ein Moped. Ist übrigens von Luna Beauty. Ich weiß nicht, ob es die noch bei Purish gibt. Auf jeden Fall möchte ich gerne einfach den hier mal nehmen. Und trage mir den hier so wie ein Bronzer halt auf. Ist ja auch ein Bronzer. Bronzed. Auf jeden Fall. Konturiert auch. Mag ich. Ist sehr subtil. Farblich halt viel kühler als auf dieser Seite. Das ist einfach zwei Welten. Das ist total funny. Dann habe ich hier von Catrice für die Creamy Seite meinen Limited Edition Beautiful You Cream to Powder Blush. Oh, das ist natürlich jetzt eigentlich... Ist das Tricksen? Irgendwie schon. In der Farbe 1001 Worth It. Das Witzige ist, ich habe auf dieser Seite für die Base wirklich einen Pinsel. Für alles. Großartig. Oh, habe ich jetzt zu viel genommen? Vielleicht im Handrücken einmal so, ja, das ist schon derbe, ne? Einarbeiten und dann aufs Gesicht. Ach, wobei. Okay, ich habe vergessen, dass ich hier drüber kein Puder mehr gebe, ne? Sonst könnte ich ja immer mit dem Puder so ein bisschen korrigieren. Ja, das wird schon. Der Blush lässt auf jeden Fall den Bronzer ziemlich verschwinden, weil das ist deutlich dominanter von der Farbe her. Und hier auf dieser Seite kleben die Haare einfach die ganze Zeit dran. Schön. Hier habe ich ein neues Produkt, was jetzt bei Purish auch neu ist. Und zwar von Ofra Blush in der Candy Apple Farbe. Tolle Farbe. Mag ich richtig gerne leiden. Und da nehme ich jetzt auch diesen großen Pinsel und trage mir den hier auf. Wird man diese Seite einfach nur so sehen, wie sie ist, wird man auch gar nicht dran denken, dass es nur Puderprodukte sind, weil das jetzt auch nicht so super trocken aussieht. Aber im Vergleich zu dem hier, boom,
Hammer. Also ich finde es wirklich witzig. Als nächstes verwenden wir Highlighter. Da habe ich hier von Emmy ein Geschenk gekriegt. Von Giorgio Armani ist das nämlich der Neo Nude Highlight Professional Liquid Face Highlighter in der Farbe 10. Das ist so heftig. Also da habe ich mich so drüber gefreut. Wahnsinn. Und der kommt jetzt natürlich nochmal hier auf diese Seite. Oh ja, der ist richtig schön. Ah. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja, die Nasenspitze müssen sich jetzt die beiden Highlighter auch irgendwie teilen. Mal gucken. Ach, den mag ich aber gerne. Also das wird auf jeden Fall ein schöner Schatz so sein. Dieser Farbunterschied, ein Traum. Okay, und für die andere Seite habe ich hier einen von Art Deco Glow Highlighting Powder. Es gibt es in, glaube ich, keinen unterschiedlichen Farben. Ne? Miracle Glow steht hier drauf. Der ist schon hübsch, ne? Also auch die Verpackung, die mag ich gerne leiden. Dann wollen wir mal schauen, wie er sich hier so macht. Der wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schwung in die Kiste bringen. Das finde ich schon mal ganz gut. Ist aber sehr subtil, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie super auffällig. Ist ein solider Highlighter. Könnte man wahrscheinlich auch, weil der so subtil ist, als All-Over-Glow nehmen. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich mir für die Creamy-Seite auch ein Creamy-Produkt ausgesucht, und zwar von Benefit, die Pomade. Das ist einmal diese hier. In der Farbe 2,5 Neutral Blond habe ich sie. Und das habe ich mal zugeschickt bekommen von Benefit, glaube ich. Oder habe ich mir das selber bestellt? Ich weiß nicht, kriege ab und an mal Neuheiten von denen zugeschickt. So, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen aufgefüllt. Ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie einen riesen Heckmeck von gemacht, weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt... Nee, das ist einfach zu schwammig da alles. Dann mache ich den Pinsel jetzt hier einfach mal sauber, weil den gleichen wollte ich jetzt auch wieder verwenden für das andere Produkt. Und zwar habe ich hier von Rare Beauty ein Augenbrauen-Puder-Duo. Und wobei, nee, da ist ein Pinsel bei, den kann ich doch nehmen. Dann mache ich das doch auch. Tada. Und genau, da nehme ich das Tier. Was habe ich denn sonst immer genommen? Ich glaube, das etwas wärmere von den beiden. Ich muss mal ein bisschen rum experimentieren hier. Farbtechnisch haben wir auch hier mal wieder einen krassen Unterschied am Start. Aber it is wie it is, ne? Also das sind jetzt hier auch keine Dupe-Produkte alle zueinander. Es ist einfach nur Creamy versus Puder. Okay, ja, dann kann ich auf dieser Seite meine Augenbrauen fixieren, auf der anderen leider nicht, denn es gibt keinen Augenbrauenfixierungspuder. Und da habe ich jetzt von Art Deco dieses Clear Lash and Brow Gel, aber ich verwende es nur für die Augenbrauen, war im Adventskalender drin. Das trage ich mir nur ganz leicht auf, damit ich die Augenbrauenpomade hier jetzt nicht irgendwie rausbürste oder so, weil ich finde, das ist immer die Gefahr, die man hat, wenn man sowas verwendet. Ja, und dann habe ich mir jetzt meinen Trick 17 mit Selbstüberlistung überlegt. Und zwar möchte ich ja ein bisschen auch diese Seite fixieren. Und zwar nicht nur mit einem Schwämmchen drüber machen können, sondern ja mit irgendwas. Und da kann man natürlich auch ein Fixing Spray für verwenden. Vielleicht fixiert das schon mal so ein bisschen die Base. Mal gucken. Da habe ich hier von NYX das aus der Limited Edition von Avatar 2 Facial Mist. Und das ist dieses hier. Was halte ich mir denn davor? Alter Schwede, ey. Puh, das ist aber nass. Gut, ist ja auch die flüssige Seite, dann darf das auch so sein. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass mir diese komplette Seite wegschwimmen möchte. Das ist ganz verrückt. Vielleicht werden wir den Katalog gleich noch brauchen, denn ja, wir machen jetzt weiter mit dem Augenlook. Und da haben wir natürlich eine Geschichte, dass ich sage, flüssige Lidschatten, Puderlidschatten. Und dann lasse ich einfach mal Danissa Myricks gegen Danissa Myricks antreten, weil das hier ist ja eine gepresste Palette und das hier sind ja die flüssigen Produkte. Manchmal ist die Frau so, dass sie denkt, die wäre schlau. Auf der flüssigen Seite verwende ich hier nämlich Twin Flames Multichrome Pigment in der Farbe VIP und hier dieses kleine Pöttchen, das sind die Chrome Flakes in der Farbe Firefly. Und die Eyeliner werden gleich auch noch ihren Kram dazu machen. So, wie hatte ich mir das jetzt überlegt? Ich habe hier ja die Lightwork 4 Palette. So, und da habe ich den Ton Trippy. Das ist dieser hier. Der sieht auf dem Finger so aus. Und ich finde, das kommt schon ganz gut mit dem VIP nahe. Also das sind schon, ne, die können schon ganz gut irgendwie miteinander sein oder so. Und was habe ich mir denn bei dem Firefly gedacht? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Wahrscheinlich war das Angels.
Das ist halt einfach so ein Weiß, ne? Und hier habe ich halt auch so bläuliche Kramsachen mit drin. Dann müssen wir einfach mal gucken, wie sich das auf dem Auge nachher darstellt. So, ich starte jetzt auf der Creamy-Seite und werde mit dem Twin Flame mir so eine Art Eyeliner ziehen. Ich habe mir das jetzt hier mal so ein bisschen auf den Handrücken gegeben. Und dann wollen wir mal. Es darf hier außen auch gerne ein bisschen breiter sein, weil ich möchte ja schon, dass man den sieht, ne? Also das ist ja nicht nur ein Hauch von, aber hier vorne wollte ich dann das ein bisschen freier lassen. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Eingelobt stinkt, Claudi. Ich nehme jetzt aber lieber den Augenbrauenpinsel dafür, weil ich glaube, das geht ein bisschen präziser, ne? Und dann gönnen wir uns mal den Trippy. Oh ja, das passt farblich echt. Das Ding ist nur, dass der eine sehr, sehr trockene Base vor sich hat und dann nicht so schön aufgetragen werden kann. Und krümelt. Oh oh. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Das ist schon nicht schlecht. Finde ich irgendwie ganz witzig. Also, dass es halt so farblich auch so passt. Wobei der natürlich intensiver und dunkler ist, aber wir kriegen das schon. Wir kriegen das schon. Jetzt verwenden wir hier die Chrome Flakes in der Farbe Firefly. Das macht echt Spaß, mit sowas zu spielen, muss ich sagen. Ne? Das ist wie flüssiges Metall, was ich mir jetzt auf die Augen gebe. Oder auf das Auge. Wenn man Sarah Isabel fragen würde, würde sie sagen, es gibt nicht zu viel Glitzer. Oder? Mal gucken. Das muss jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Auf die andere Seite gebe ich mir jetzt einfach mal mit dem Ton, mit dem Finger den Ton Angels. Das passt aber farblich leider so gar nicht. Deswegen muss ich jetzt tricksen. Ich habe hier ja die Pressed Glitter drin. Das ist ja leicht cremig, ne? Aber ich nehme es halt mit dem Finger auf und das ist hier der Ton Heaven und der passt halt, ne? Deswegen nehme ich den. Ist ein bisschen grünstichiger und ein bisschen kühler, aber ich setze mir den jetzt auf diese Seite. Und weil ich mir jetzt auch so ein bisschen den Lidschatten abgetragen habe durch meine Fingerarbeit, nehme ich jetzt wieder den Pinsel Trippy und intensiviere das Ganze wieder. Es ist nicht so ganz ein Farbmatch, ne? Weil wir hier auf jeden Fall auch so einen Stich ins Orange-Peachige mit dabei haben und hier eher so ins Bläulich-Grünliche. Aber na, immerhin, ich habe was auf Augen und bin glücklich drüber. Ja. So viel zu diesen Produkten, würde ich mal so sagen. Es ist jetzt nichts für einen super Alltag, ist klar. Alle beide Seiten nicht, aber ich finde beide Seiten ziemlich fancy. Jetzt gehen wir mal mit einem Eyeliner auch nochmal hin, dass ich da so ein bisschen mehr noch was verbunden bekomme. Und zwar auf der flüssigen Seite von Maybelline den Hyper Precise All Day flüssigen Eyeliner in der Farbe Sapphire Blue. Das ist diese Schätzelein. Und den setze ich mir ganz, ganz, ganz präzise am Wimpernkranz entlang. Und dann bei dem Chiseler Wang einfach so da drunter. Sieht auf jeden Fall bunt aus, ne? Also ich mag's. Für mich ist es eine feine Kiste. Ja, auf der anderen Seite muss ich jetzt auch ein bisschen tricksen. Ich habe im Prinzip jetzt einfach eine Palette genommen für Eyeliner, wo feste Produkte drin sind, aber ich muss sie wasseraktivieren, ansonsten funktioniert es halt einfach nicht. Das ist von Suva, die UV Festival Palette. Wir haben hier super viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich werde nur einen einzigen Ton hier raus verwenden. Upsala. Weil, ja, ich habe ja hier auch nur ein mattes Blau und dann werde ich hier auch in das Blau reingehen. Das ist so geil, was man hier mit dieser Palette machen kann, ich sag's euch, weil du hast halt die Töne dann auch nochmal in Schimmernd immer mit dabei, also auch die kriegt ihr bei aktuell bei Purish, ne? Und ja, da hat man einfach so viele Möglichkeiten, richtig schöne, bunte, krasse Spiel-mit-mir-Looks quasi zu schminken. Also die Palette schreit Spiel mit mir und ich mach's super gerne. Und seien wir mal ehrlich, kein Hashtag ungeschönt Format ohne die Super Beauty Palette, weil die haben wir irgendwie ständig mit dabei. Ich aktiviere mir die einfach mit ein bisschen Fixing Spray, nehme dann den Pinsel, der damit bei ist, rühre ein bisschen in der Farbe drin rum, bis der Pinsel auch ordentlich Farbe aufgenommen hat und das Ganze die Konsistenz hat, die ich haben möchte. Und dann ziehe ich mir auch hier einen Eyeliner. Ha, wir haben auf jeden Fall ein ziemliches Farbmatch. Wobei, wenn er trocknet, wird er doch ein bisschen dunkler. Naja, so ist es jetzt auf jeden Fall und es gefällt mir schon. Es darf wieder eine Seite fixiert werden. Aber diese Seite juckt.
Und jetzt kommen wir mal zu der Mascara. Da habe ich mich jetzt natürlich, ich habe keine trockene Pudermascara, ne? Deswegen habe ich einfach mal geschaut, welche Mascara ich da habe, die von der Verpackung her halt matt ist. Da habe ich hier von Ilia die Limitless Lash Mascara. Das ist diese hier, die sowohl in dieser Pappverpackung matt ist, als auch wenn man sie rausnimmt, ne? Ja, das ist einfach diese hier. Und die hat ein Gummibürstchen, was so erdnussförmig ist. Also ich persönlich finde, das ist ziemlich fancy. Und ja, riecht nach Mascara. Kommt gleich auf diese Seite. Ich glaube, das ist auch nur eine Probegröße. Denn auf die andere Seite habe ich die, die am glänzendsten ist, genommen. Und zwar die Lash Like a Boss von Essence Instant Lift and Curl Mascara. Die hat auch ein Gummibürstchen, aber das ist bananenförmig. Das kommt dann auf die glowy Gesichtshälfte. Die riecht angenehmer tatsächlich. Beide Seiten werden aber vorher gecurlt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Ilia gefällt mir um Längen besser. Und mir sind jetzt gerade ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ich hier nicht lange genug gewartet habe und sich da der Chrome Flake ein bisschen in der Lidfalte quasi abgelöst hat, also nicht abgesetzt, ne? Dann bei der Ilia Mascara haben wir nicht nur auf der einen Seite dieses erdnussförmige Gummibürstchen, sondern wenn man das dreht, hast du hier nochmal so eine Ultrageschichte und das macht Boom! Das ist so genial, hat mir richtig gut gefallen. Jo, mega, wirklich. Und ich werde mir das auch nochmal hier jetzt drüber setzen, weil, wie gesagt, ich drehe gleich nochmal Videos und wenn ich jetzt unterschiedlich geschminkte Augen habe, ist es nicht so schlimm. Aber ich möchte jetzt noch so ein bisschen hier noch Wawawoom dabei haben. Weil die Essence Lash Like a Boss Mascara ist leider ein bisschen sehr trocken. Und ich finde, wenn ich unterschiedlich getuschte Wimpern habe, fällt das halt richtig extrem auf. Das mag ich einfach so. Für mich, mein Trigger ist das einfach, mag ich nicht so gerne. Ich finde auch, dass diese Seite sich gar nicht so wabbelig anfühlt, als sie sein würde, ne? Das liegt dann wahrscheinlich auch wirklich an dem Fixing Spray, was ich richtig gut finde. Und diese Seite fühlt sich nicht so furztrocken an, wie sie sein sollte. Also, ne? Jetzt kommen wir mal zu den Lippen. Denn da habe ich jetzt auch natürlich noch so ein Matt and Glowy Duo Gedönsen. Da habe ich einmal, also das sind beides von MAC Produkte, einmal hier Lip Glass, das ist jetzt wirklich komplett different, ne? Also da habe ich Bo als Farbe 331 für die glowy und flüssige Seite, weil das hier ist ein Lip Gloss. Schaut so aus, finde ich auch ganz hübsch. War, glaube ich, im Blissim Adventskalender. Ach, ich mag den Duft, ne? Wirklich sehr gewöhnungsbedürftige Farbe, aber es geht klar. Also wenn man jetzt so die Seite sehen würde, ist das ja die glowy Seite und da passt das schon zu, ne? Gott, fühlt sich das merkwürdig an, das nur auf einer Seite aufzutragen. Und dann habe ich für die matte Seite auch von MAC aus dem Trashimi rausgenommen, Once Upon the Stars, ein Matte Lipstick. Das ist halt so ein kleiner, aus einer Limited Edition müsste der gewesen sein. Wirklich süß, ja. Hier gefällt mir definitiv die Farbe besser. Holla die Waldfee. Also, das ist mal eine Challenge gewesen, ne? Machen wir mal die Haare auf, weil Schmuck habe ich jetzt gerade hier nicht am Start. Und dann machen wir die Haare als Schmuckersatz einfach mal auf, wa? Jo, also mir persönlich gefällt das schon vom Ergebnis her. Also ich würde beides tatsächlich auch so tragen. Jetzt so in Kombi ist das ein bisschen weird. Ich finde, dass auf dieser Seite der Blush irgendwie so ein bisschen verschwunden ist. Weiß ich nicht. Und hier ist der Highlighter irgendwie auch verschwunden. Das ist halt so ganz verrückt, ne? Ich weiß nicht. Also ich finde das einfach, ja, also habe ich ja eben auch schon gesagt, ich finde es einfach schön, wenn man das Ganze so im Zusammenspiel macht. Also wirklich matt und glowy miteinander verbindet oder auch die festen und cremigen Texturen miteinander verbindet, weil das irgendwie so ein bisschen auch die Haltbarkeit des Make-ups verlängert. Wenn man das aber jetzt so wie ich auf die Spitze treibt, kann man es wirklich tragen. Ich fühle mich aber deutlich wohler damit, wenn ich das halt in meiner gewohnten Art und Weise mache. Und ja, es juckt hier immer noch etwas an der Nase, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Wobei, dafür fühlt sich diese Seite halt auch super schön weich an. Und hier ist es halt echt nicht so klebrig, ne? Also ich hätte echt gedacht, jetzt am Lipgloss kleben die Haare okay. Aber ich hätte gedacht, dass die mehr so am Gesicht kleben bleiben. Tun sie aber nicht.
erstaunlich. Ihr Lieben, ich bin gespannt, wie Sarah Isabel das Ganze umsetzen wird. Also schauen wir gerne zusammen bei ihr vorbei. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr so dieses Matt versus Glowy, Creamy versus Puder umgesetzt hättet, was da so eure Produkte gewesen wären, die euch direkt in den Kopf kommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen ungeschönten Videos. Hier findest du den Kanal von der lieben Sarah Isabel. Wenn du möchtest, kannst du da gerne mal vorbeischauen. Auf dieser Seite findest du meinen Kanal, wenn du mich gerne abonnieren möchtest und vielleicht neu hier bist, was super cool wäre. Und hier oben findest du einfach irgendein random Video, was ich euch mal reinpacke. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!